Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt starten wir mal ganz, ganz früh. Also was heißt ganz, ganz früh, aber es ist schon relativ früh. Ich fange jetzt um kurz vor 9, 8, 9 Uhr morgens an, ein Brot zu backen. Und zwar so ein von Einfach Backen mal wieder so ein Rezept. Ich liebe die Rezepte von denen. So ein Kürbisbrot mit Dinkelmehl. Das hat mich so interessiert. Wenn es schmecken wird, verlinke ich euch das Rezept in der Infobox. Ne, das ist ja nicht meins. Und wir brauchen 300 Gramm Hokkaido-Kürbis. Und schaut mal. Also bin ich gut oder bin ich gut? Mit einmal durchschneiden, hier ist die andere Hälfte. Und aushöhlen habe ich exakt 300 Gramm hier. Man muss es eigentlich klein raspeln, also ganz, ganz fein. Aber ich habe da keine Lust zu, deswegen mache ich das im Thermomix. Ich zerhäcksel es da drin einfach ganz schnell. Und ja, backe das jetzt mal und zeige euch dann nachher das Ergebnis. Ich bin schon ganz gespannt, wie es schmeckt. Ja, freue mich da schon drauf und hoffentlich wird es lecker. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen. Aber ich mache erstmal das Originalrezept, ob da nicht so eine kleine Zimtnote dazu passen würde. Aber nee, ich glaube, dann bin ich sonst die Einzige, die es essen wird. Vielleicht noch mein Sohn höchstens, aber sonst wird das hier, glaube ich, keiner anrühren. Deswegen lasse ich es, wie es ist im Rezept und ja, zeige euch einfach gleich das fertige Brot. Während mein Brot geht, also das muss jetzt eine Stunde in der Form warten, habe ich hier noch so ein altes Ciabatta gefunden, was weg muss, und habe jetzt einfach Eier mit Salz und Pfeffer aufgeschlagen und brate es einfach an. Also das ist auch so etwas, was hier alle lieben und immer geht und mit altem Brot vor allem immer super ist. Zum Frühstück, zum Snacken, zwischendurch zum Belegen auch sehr, sehr lecker. Für so Häppchen, wenn man jetzt Gäste kriegt zum Beispiel, ja, hatte ich auch mal. Aber ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Müsste ich auch mal wieder machen, wenn Gäste kommen. Mit so einer Thunfischcreme, saure Gurken und Tomaten. Das ist so, so, so lecker. Muss ich euch unbedingt irgendwann mal zeigen. Aber so halt jetzt zum Frühstück auch einfach top. Und ja, während das Brot halt, wie gesagt, noch geht, ne, das muss eine Stunde jetzt an einem warmen Ort stehen. Und dann kann ich das erst backen. Und bis sich das dann abkühlt und wir das essen können, dachte ich mir, komm, mache ich daraus jetzt was Schnelles. Ja, das ist so der Plan jetzt. So sieht das Brot jetzt vollständig ausgekühlt aus. Und ja, ich finde, es sieht richtig gut aus. Ich bin schon richtig gespannt, wie es dann gleich angeschnitten aussieht und vor allem, wie es schmeckt. Ja, hat alles super geklappt. Ich habe nur statt Kürbiskerne, die da eigentlich reingehören, Sonnenblumenkerne reingemacht, weil ich keine Kürbiskerne da hatte. Und? Oh, schön. Schaut mal. Ist richtig fluffig, weich. Ja, das werde ich mir jetzt mal gleich belegen. Ich probiere es aber mal pur. Ist richtig lecker. Oh, da wollte gerade meine Tochter was. Ja, also das ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist super, super weich und fluffig und schmeckt sehr, sehr gut. Den Kürbis schmeckt man gar nicht raus. Also falls ihr jetzt Angst habt und Kürbis nicht mögt, dann schmeckt man gar nicht so. Das schmeckt wirklich wie so ein leckeres, ja, so ein leckeres Graubrot mit Nüssen, mit Körnern. Also ich finde das mega, mega lecker. Vor allem, dass es so weich ist. Also ich stelle mir das gleich vor mit körnigem Frischkäse, paar Kräutern und Tomaten drauf. Richtig lecker. Und ich weiß auch, dass meinen Kindern das dann schmecken wird, weil das halt, ja, so reichhaltig schmeckt, aber weich ist, ne? Und das gefällt mir. Das ging jetzt super, super leicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal gewesen war. Das erste Mal war es ja, dass ich das backe. Ja, und werde gleich auf jeden Fall meiner Schwester sagen, sie muss das Rezept ausprobieren, weil sie backt auch immer gerne Brot selber. Ich habe das ja schon sehr lange nicht gemacht. Aber möchte da halt gerne wieder so, ja, ein bisschen hinkommen, ne? Und hoffe, dass meine Familie das dann auch essen wird. Und ja, richtig lecker. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich verlinke euch das Rezept in der Infobox. Und ja, macht es unbedingt mal nach. Also ich habe jetzt hier, ne, seht ihr, Sonnenblumenkerne genommen,
Könnt ja wahrscheinlich dann jede Kerne nehmen. Ich habe schon letztes überlegt, dass ich vielleicht dann beim nächsten Mal auch mal Walnusskerne nehmen kann, ne? Wenn ich keine Kürbis, weil ich kaufe Kürbiskerne eigentlich nie. Die sind ja allerhöchstens mal in so einer Nussmischung mit drinne bei mir. Und wir haben an sich immer die verschiedensten Nüsse aber zu Hause. Und so könnte ich dann auch ja, meine anderen Nüsse benutzen, ohne dass ich jetzt extra los muss und Kürbiskerne kaufen muss, nur für das Brot. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das würde auch richtig lecker schmecken mit so ein bisschen Honig einfach nur drauf, also in süß. Ja, ein ganz, ganz tolles Rezept mal wieder. Also ich liebe die Rezepte von einfach backen und ja, freue mich auf dieses leckere Brot. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was einfrieren, weil das ist sonst zu viel. Das hält sich wohl laut deren Aussage 2 Tage. Und deswegen, ja, werde ich einfach so ein Stück einfrieren, ne, fürs nächste Mal dann. Und ja, erfreue mich daran. Dann kriegen die Kinder auf jeden Fall für morgen für die Schule das leckere Kürbisbrot mit. So, und jetzt machen wir uns ans Kochen. Und übrigens, mir sind 2 Nägel. Also die waren so doll eingerissen schon. Sieht man das? Ja, die waren so doll eingerissen, dass ich die abschneiden musste. Und ja, aber egal, ich habe jetzt morgen meinen Termin und dann kriege ich neue und dann möchte ich auch direkt kürzere Nägel haben. Das Baby ist bald da und da brauche ich eh keine langen Nägel mehr. Und auch so habe ich irgendwie gerade wieder Lust auf kürzere Nägel. So, und jetzt machen wir uns ans Kochen. Und da gibt es bei mir heute eine Hähnchen, Pilz, geschnetzeltes Sahnepfanne mit Nudeln. So, zuallererst werde ich jetzt Zwiebeln schneiden. Ich habe jetzt hier 3 Stück. Dann habe ich eine Packung Champignons genommen. Das sind 400 Gramm. Und 2 Hähnchenbrustfilets. Die kommen gleich dazu. Das werde ich alles klein schneiden. Ja, die Pilze habe ich jetzt mit Wasser abgewaschen, ne, vom Dreck. Wenn sie in so eine Soße kommen, wo sie eh drin schmoren, dann wasche ich sie auch mit Wasser ab. Dann ist mir das egal, ne? Also dann finde ich das nicht so schlimm. Sonst ist es ja immer am besten, wenn man sie einfach nur mit einem Tuch oder so abputzt. Und ja, das mache ich jetzt schon ein bisschen nebenbei YouTube, damit mir nicht ganz so langweilig ist. Und ja, wenn ich dann hier alles geschnitten habe, sehen wir uns gleich beim Braten einfach wieder. Nachdem alles klein geschnitten ist, schnappe ich mir eine große Pfanne und erhitze sie auf fast höchster Stufe. Und dann gebe ich da Ghee hinein. Ich liebe mit Ghee zu kochen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ich habe jetzt in diesem Fall hier gute 2 Holzlöffel. Ja, also etwas mehr als 2 Esslöffel, würde ich sagen, sind das reingegeben, gewartet, bis die geschmolzen sind. Dann zuallererst die Zwiebeln für ein paar Minütchen mit angebraten. Und dann das Hähnchen dazu gegeben. Ich habe hier 2 Hähnchenbrustfilets einfach ja, so geschnitten. Und ihr könnt halt auch mehr nehmen oder weniger. Ich mache das auch manchmal sehr, sehr gerne ohne Hähnchen. Ich finde, die Pilze machen halt das Gericht einfach aus. Aber mit Hähnchen schmeckt es halt auch sehr lecker. Und ja, meine Männer lieben Fleisch. Was soll ich sagen? Würzen tue ich alles mit Salz, Pfeffer und meinem liebsten Schweingewürz vom Lidl. Und ja, ich muss leider, leider traurig sagen, dass mein Vorrat sich langsam dem Ende zuneigt. Also ich habe fast nichts mehr. Ja, ich brauche unbedingt eine Alternative. Ich schaue auch schon immer wieder mal überall, wo es Gewürze gibt, ob es da vielleicht eins gibt, was auch für Schwein heißt oder so. Aber ich finde nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich mal in so einen Großmarkt oder so fahren. Damals schauen, online habe ich auch geguckt. Es gibt verschiedene, aber irgendwie nichts, nicht das. Also nicht von der Farbe her, das ist halt nicht so hell wie meins. Und ja, ich muss mal suchen. Wenn ihr eine Alternative dazu habt, sagt mir bitte, bitte Bescheid und ich werde euch auch berichten, falls ich eine finde. So, aber weiter jetzt in dem Rezept. Das Hähnchen, nachdem das fast durch ist, also es muss nicht ganz durch sein, kommen schon die Pilze dazu.
Die brate ich dann an und wenn sie so richtig schön viel Wasser gelassen haben und auch einiges schon verdampft ist, würze ich die auch mit Salz und Pfeffer und dem Gewürz. Und dann kommt ein Becher Sahne dazu, lass das alles so ein bisschen köcheln für ein paar Minuten. Und damit das halt ja nicht ganz so flüssig ist, gebe ich einfach nur einen Teelöffel Speisestärke mit ein bisschen Wasser aufgelöst dazu. Köchel das auf, also das ist dann euer Soßenbinder. Ganz einfach, einfach nur mit ein bisschen Speisestärke und das war's. So, fertig ist mein Essen. ja, das ist jetzt meine Portion. Ja, während ich gekocht habe, kam noch ganz spontan mein bester Freund vorbei mit seiner kleinen Tochter. Richtig schön. Ja, jetzt haben wir bis jetzt gequatscht und jetzt ist das Essen auch mittlerweile schon abgekühlt. Er wollte nicht mitessen, sind jetzt wieder gefahren. Und ja, jetzt habe ich mir einen Teller gemacht. Und falls ihr jetzt auch was esst, wünsche ich euch einen guten Appetit und ich lasse es mir jetzt auch schmecken. So, jetzt auch mal persönlich aus dem Badezimmer. Sobald ich ins Bad gehe, will jeder hier rein. Also ich muss jetzt gerade ewig lang warten, bis ich hier endlich rein darf und meine Ruhe habe. Ja, gegessen, bin richtig voll und habe mich jetzt ein bisschen ausgeruht. Und Dennis war gerade mit unseren Kindern. Ja, bei meiner Schwiegermama hat die besucht. Ja, und ich befinde mich jetzt im Bad. Ich möchte nachher nämlich duschen. Aber ich dachte mir, ich mache mir erstmal so eine Gesichtsmaske drauf. Muss ich noch mal überlegen, welche. Hatte ich nicht noch eine, die so einzeln ist? Ja, dass ich einfach, ne? Ich mache das immer ganz gerne, solche Crememasken. Ja, das war's. Okay. Ich habe hier nämlich noch so ein paar, nicht so. Und das mache ich immer ganz gerne, dass ich solche Crememasken mir dann vor dem Duschengehen drauf mache. Dann kann ich es direkt unter der Dusche abwaschen. Und ja, ich glaube, ich nehme heute, keine Ahnung, die einfach. Eine Antifaltenmaske. Ja, ich muss die endlich mal leer kriegen, also endlich mal aufbrauchen. Ne? Da habe ich mir jetzt vorgenommen, öfter mal reinzugreifen, mir öfter mal eine zu machen. Ich habe jetzt nicht gerade irgendwie besondere Unreinheiten oder so. Das hier übrigens sind einfach Pigmentflecken, die ich bekommen habe, extrem. Ne? Also meine Haut, ja, hier sind Sommersprossen und das sind extreme Pigmentflecken. Ja, wird bestimmt hoffentlich auch bald wieder weggehen dann. Aber so jetzt gerade, meine Haut ist schön weich, nicht irgendwie übertrocken oder so. Das Deswegen kann ich jetzt mal die nehmen, sonst nehme ich meistens welche, die mir Feuchtigkeit spenden oder so, weil meine Haut immer relativ trocken ist. Aber mit meinen Cremes und so kriege ich es eigentlich immer sehr gut in den Griff. Ja, deswegen nehme ich jetzt mal die. Die liegt auch schon so ewig lang bei mir. So, einmal die Haare wegmachen. Während die dann gleich einwirkt, ne, kann ich noch so ein bisschen mit der Kleinen spielen und so. Und dann gehe ich, oh, die riecht aber gut. Und dann gehe ich auch duschen und wasche mir alles runter. Da schminke ich mich dann auch direkt ab. Auf der Haut habe ich nichts. Ich habe, ich habe hier, vergessen, ich habe ein bisschen Rouge drauf gemacht. Egal. Also ich habe eigentlich nur meine Augen und Lippen geschminkt. Aber auf die Augen kommt ja eh keine Maske drauf. Das mache ich mir jetzt hier hin. Und dann, ja, wasche ich das halt gleich alles runter, schmink mich da auch automatisch ab. Und dann, ja, kann man schön sauber ins Bett fallen. Ich liebe das. Ich habe auch richtig, jetzt will eins der Kinder rein, richtig, richtig viel geschafft. Ich habe unter anderem geschafft, jetzt haben wir die Kleine dagegen, endlich mal die Medikamente von uns zu sortieren und auszumisten, weil die echt, echt, es nötig hatten. Also ich hatte da so eine Stoffbox. Ich habe leider vergessen, es zu filmen, aber ich habe ein Foto gemacht für meine Freundin, weil ich so schockiert war. Kann ich ja dann hier einblenden, was ich alles wegschmeißen musste. Also wie viel da schon abgelaufen war oder schon etwas länger offen war, wo ich mich jetzt nicht mehr getraut habe, es weiter zu verwenden. Einfach. Ich sehe es aber positiv, weil ich will es jetzt eigentlich gar nicht aussprechen, aber das bedeutet ja, eigentlich was Gutes, ne? Dass wir es halt nie brauchen oder sehr, 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 sehr selten brauchen. Das bisschen, was noch gut war, habe ich dann in diesen schönen Organizer getan, den ich von Temo bestellt hatte.
Ja, ich finde den echt toll. Ich finde es nur schade, dass er so klein ist. Ja, aber da gucke ich dann, ne, ob ich dann noch einen bestelle, weil, also jetzt großartig mehr Medikamente oder so können wir jetzt uns auch nicht zulegen, weil da ist kein Platz, also nicht mehr viel Platz drin, ein bisschen nur noch. Ja, ob wir dann uns einfach noch einen zulegen oder einen größeren und den dann vielleicht weiter verschenken oder so. Weil, ja, wir sind bald schon zu sechst. Zu sechst, ne? Da ist so ein Ding wirklich zu klein für uns. Deswegen, ja, gucke ich mal. Ich weiß nämlich jetzt endlich, also ich habe jetzt bei einer anderen gesehen, die bei Temu bestellt hatte, welcher groß genug wäre für uns. Ah, mal gucken, wann ich da das nächste Mal dann bestelle. Und dann mache ich das. So, das war's. Sieht immer so unordentlich aus bei mir. Ich finde bei anderen, die machen das immer so schön. Die zieht aber jetzt schon schnell ein. Ich habe jetzt alles. Fühlt sich richtig gut an. Wie eine schöne Creme einfach. So. Ja, das kann jetzt schön einwirken. Ich habe auch noch, ja, unser Ankleidezimmer. Da ist eine Stange runtergeflogen, weil die Wand so doof ist. Jetzt hat Dennis es wieder angebracht. Ja, hoffentlich hält es diesmal. Das war jetzt auch ein Akt, ne? Der hatte. Das war jetzt lange so, ne, dass die Sachen dann auf dem Boden lagen, weil halt kein Platz, wohin, ne? Also die ganze Stange war einfach runtergeflogen, konnte kaum den Raum betreten, alles war voll. Das habe ich auch alles aufgeräumt und aufgehangen und sauber gemacht, vor allem, weil vom Bohren und so, da war so viel Dreck. Ja, hab gestaubsaugt überall, also ganz, ganz viel Wäsche gewaschen, aufgehangen, die saubere abgehangen und auch direkt gefaltet. Ich bin so eine Kandidatin, dass ich das ganz gerne manchmal dann tagelang in den Wäschekorb stehen lasse, sauber. Weil ich immer schon froh bin, wenn ich es überhaupt runterkriege und die neue draufhänge. Und dann, ja, kann es passieren, dass es ein paar Tage so bleibt. Aber nee, diesmal habe ich alles sofort weggeräumt. Ja, und dann habe ich es gemerkt. Da war ich schon ein bisschen kaputt. Aber gut, es ist trotzdem so erleichternd, auch wo ich das Bad ausgemistet hatte. Ich bin so erleichtert ins Bett gefallen. Das war so ein schönes Gefühl einfach. Also wenn man, ne, dann. Jetzt kratzt meine Katze an der Tür, jetzt will die hier rein. Ist auch immer so ein Ding. Also ich kann wirklich nie, nie, nie allein ins Bad. Nie. Immer muss irgendwer mit rein oder irgendwer will plötzlich rein. Ja, auf jeden Fall, genau. Das mit der Kleinen gerade am Rumalbern. Ja, war das wirklich erleichternd. Also man fällt wirklich kaputt, also körperlich, ne, war ich echt kaputt ins Bett. Aber so glücklich und froh, es endlich geschafft zu haben. Also jetzt fehlt gar nicht mehr so viel. Und ja, tut einfach gut. Ich weiß nicht, warum es die ganze Zeit dunkel wird. Eigentlich ist es hier richtig hell. Ja, so, dann war es das jetzt von mir. Jetzt habe ich ein bisschen viel gequatscht, ne? Ich würde dann einfach gleich duschen gehen. Danach fallen wir auch schon ins Bett. Und ich würde mich dann einfach morgen oder so nochmal melden. Also in dem Video geht es dann gleich weiter für euch, aber für mich geht es gleich ins Bett und ich sage schon mal gute Nacht und bis später. Ich bin zurück vom Nägel machen und komme hierher und dann ist bereitet schon das Schaschlik vor fürs Wochenende. Hier sind jetzt knapp 3 Kilo, ne? Putenoberkeule in so grobe Stücke geschnitten. Ja, Tomaten. Passierte Tomaten, wie viele? 4 Päckchen, also 2 Liter. 2 Liter passierte Tomaten, ganz viel Pfeffer, 3 Zehen Knoblauch, ganz viel Pfeffer. Weil Salz machst du ja immer so 1, 2 Stunden, bevor du es aufspießt, erst rein. Ne? Ja, jetzt kommen gleich noch ganz viele Zwiebeln dazu. Und dann wird das halt mariniert. Das sind meine Nägel geworden. Diesmal ist das so ein Design geworden, so eine Form. Was anderes, aber sie sind kürzer und ich finde es richtig schön. Herzlich. Bisschen Leo. Die Farbe ist so schön. Ich bin happy, endlich wieder vernünftige Nägel, die nicht mehr wehtun. Hi, heute ist der Tag, an dem unsere Freunde kommen zum Grillen. Und ja, ich bereite jetzt schon mal so ein bisschen was vor. Gekocht, geputzt ist das Haus. Und jetzt, ja, bevor ich mich gleich fertig mache, wollte ich so ein paar Sachen vorbereiten. Ich wollte einen Kräuterquark-Dip machen. Mein Quark ist aber, ja, nicht mehr so. Also ich traue mich nicht, den zu benutzen.
Und deswegen mache ich das jetzt einfach mit Frischkäse und mit Schmand. Weißt ja, wollte Frühlingszwiebeln reinmachen, die sie mir gerade weggenommen hat. Petersilie, Dill, vielleicht ein bisschen Basilikum, aber das schaue ich noch. Salz, Pfeffer, die Schaschlikspieße, also wir haben noch ein paar. Kommen auch gleich noch hier hin. Stehen auch schon bereit, werden wir dann gleich, also oder nachher halt aufspießen, das Schaschlik. Das zeige ich euch auch noch, das habe ich total vergessen, euch dann zu Ende zu zeigen, wie er das mariniert hatte. Und was muss ich noch vorbereiten? Dann wollte ich solche Häppchen noch machen, zeige ich euch auch dann gleich. Und ja, also ich werde das jetzt komplett improvisieren, ne? Ich weiß nicht, wie viel ich von was nehme. Also so ein genaues Rezept habe ich nicht, aber halt ja, Schmand, Frischkäse, Frühlingszwiebeln, Dill und Petersilie, Salz, Pfeffer. Und ja, Tomate, Mozzarella mache ich dann auch noch nachher. Ja, riecht gut, ne? So schön, ne? Zwei Stunden geht's los. Jetzt kann man das marinierte Fleisch salzen. Und ich hatte vergessen mitzufilmen. Die Zwiebeln hat er erstmal richtig ausgedrückt, sodass der ganze Saft rauskommt. Dann erst zum Fleisch getan. Ganz, ganz viel Pfeffer dran. Und Tomatenmark. Tomatenmark. Und jetzt kommt Salz drauf. Und ungefähr ein Esslöffel Salz auf ein Kilo Fleisch. Ja, das kann dann noch, also am besten so 2-3 Stunden maximal vor dem Grillen erst das Salz zu geben. Das riecht jetzt schon richtig gut durch die Zwiebeln und so. Genau, das macht er jetzt. Und dann wird gleich oder nachher aufgespießt. So, für das nächste oder für die nächsten Häppchen brauchen wir einmal das hier Bruschetta. Das ist so ganz krosses Knoblauchbrot. Gibt es auch mit anderen Geschmacksrichtungen. Das hier hole ich meistens immer vom Action. Kostet da auch nicht viel. Dann einmal Remoulade oder Mayonnaise, Sprotten in Eigensaft. Ich habe jetzt solche da. Dann, wenn ihr mögt, 2 Eier oder 3 Eier. Muss aber nicht sein, ich mache es ganz gerne ab und zu rein. Geriebenen Käse, da könnt ihr nehmen, welchen ihr möchtet. Ich habe ja den Kaschkawal genommen und gerieben. Ja, ihr könnt aber auch genau geriebenen Mozzarella nehmen oder Gouda oder was auch immer ihr gerne mögt. Und daraus machen wir jetzt so eine Paste. Also aus diesen 3 Zutaten. Ein bisschen Salz kommt da auch noch dran. Und genau, dann schmieren wir das. Also zeige ich euch einfach gleich, was wir dann machen müssen. Also erstmal die 3 Zutaten zusammen machen. Das Ei werde ich jetzt auch noch klein reiben. Thank you.
Honig. Ein bisschen Füllung ist noch übrig geblieben, aber das ist irgendwie jedes Mal so. Ich krieg's nicht hin, dass ich das perfekt nach Maß mache. Ja, und mir sind ein paar Knoblauchbrote auch ausgegangen. Ich hatte leider keine mehr, deswegen habe ich einfach dieses Kürbisbrot, was ich mal gebacken hatte, genommen. In so Vierecke geschnitten, etwas dicker. Ich habe es ja jetzt auch nicht extra nochmal mit Knoblauch eingeschmiert oder angebraten. Das könntet ihr nämlich mit jedem Brot sonst machen, wenn ihr sowas hier nicht kaufen könnt. Aber ich habe es jetzt einfach so gelassen. Also, ja, wird dann auch ganz lecker bestimmt, hoffe ich. Und diese... Was machst du? Danke. Und diese Häppchen hier gehen immer. Also selbst meine Kinder lieben die. Die werden sich gleich freuen, dass es die mal wieder gibt. Die habe ich schon länger nicht gemacht. Und ja, falls ihr die mal nachmacht, wünsche ich euch einen guten Appetit und probiert es unbedingt aus, weil die sind wirklich, wirklich lecker, wenn ihr Fisch mögt. Ja, so, dann jetzt Kartoffeln. Muss ich noch marinieren. So, die Kartoffeln sind auch mariniert. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Also hier in der Schüssel sind noch welche. Die muss ich dann mal schauen, ob ich die dann morgen mache oder so oder später. Aber ich denke, das wird reichen, so ein Blech. Ja, Dennis ist gerade schon draußen, schmeißt schon mal den Grill an. Wir warten jetzt auf unsere Gäste. In ungefähr einer Stunde kommen die. Ich mache das mal so, dass wir uns auch mal sehen. Ja, genau, Tomate Mozzarella mache ich dann gleich, damit es einfach frisch ist, wenn die kurz bevor die kommen, denke ich. Und dann habe ich halt, ja, so gedacht, dass ich wieder so Käse hinstelle. Dann haben wir Oliven gekauft und so weiter. Also das sind ja alles so Häppchen, die ich einfach nur hinstellen muss. Und das mache ich dann alles gleich, ja, kurz bevor sie kommen. Und ja, es riecht schon richtig nach dem Holz. Denn es ist ja hier, bei der, also in der Küche kann ich ihn sehen draußen. Ja, genau, so sieht's aus. Ich hoffe, ich vergesse heute nicht, den Tisch einmal wenigstens mitzufilmen oder wenigstens ein Foto zu machen, dass ihr einmal seht, wie das alles so aussieht. War jetzt auch ein bisschen chaotisch. Ich bin nämlich richtig kaputt. Also ich habe vorhin auch so, ja, sind mir die Tränen gekommen, weil ich einfach, ich will so viel machen und kann aber nicht. Ne? Also mein Körper, ich merke das richtig, lässt immer mehr und mehr nach. Also ich habe noch, ja, knapp einen Monat, ne, bis ich den errechneten Termin erreicht habe. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, also mir geht es auch super die ganze Zeit, aber so körperlich, auch beim, wenn ich zu viel gehe, wir waren gestern zum Beispiel auf einem Sponsorenlauf, ne, von der Schule, von meinem Kind. Und das war so anstrengend für mich, also ich bin richtig nach Hause geschlichen. Ja, und heute auch. Ich habe das Bad ein bisschen geputzt. Ne? Dann hat Dennis dann weitergemacht. Während ich mich fertig gemacht habe, also ich habe mich so ein bisschen geschminkt halt. Ne? Das dauert nicht lange. Dieses Stehen macht mich fertig. Auch jetzt sitze ich gerade, wo ich diese Brothäppchen mit dem Fisch gemacht habe, mit den Sprotten. Zum Beispiel habe ich auch im Sitzen gemacht, weil ich wirklich Schmerzen habe. Also mit jedem Tag tut es mehr und mehr weh, viel zu stehen und zu gehen. Und das ärgert mich. Ne? Dann stand ich halt im Bad und dann ist so, was ist los? Und sieht nur, mir schießen die Tränen in die Augen. Einfach nicht jetzt irgendwie vor Schmerz oder so. So, ne? Schlimm tut es jetzt nicht weh, aber es ärgert mich. Also ich habe einfach vor Wut, sage ich jetzt mal, oder vor so Enttäuschung von mir selbst einfach geheult. Ne? Und auch, hat mich halt in den Arm genommen und meinte, hör auf, ich versuche dir doch so viel abzunehmen, wie ich nur kann. Und ich meinte halt, ja, das ist ja das Problem, dass ich dann... Ja, das macht mich noch trauriger und noch wütender über mich selbst, weil er so viel macht. Ich bin wirklich so, ich wünsche jeder Frau oder jedem Partner, jedem Frau oder Mann, egal, so einen Menschen an der Seite zu haben, der wirklich, wenn du ausfällst oder nicht so funktionierst wie sonst, zu 100% dich ersetzt, dich vervollständigt. Ja, habe ich dann auch bei ihm total halt bedankt und geweint. Er meinte auch, hör auf, ne? Also du bist hochschwanger, hat dann auch im Spaß gesagt, ich tue dir das nie wieder an. Ich so, das war auch wirklich das letzte Mal jetzt, ne? Nein, die Schwangerschaft war wirklich, also bisher echt super, es ist einfach nur körperlich, ne? Und das, ja, ärgert mich, weil du so viel machen willst, auch jetzt gerade, ich werde so müde und an einer Stunde kommen die Gäste und ich weiß, ich muss jetzt durchhalten, ich muss noch die Küche kurz zu Ende, also wieder sauber machen von meinem ganzen Chaos, wobei es gar nicht viel, aber, ne?
Und ich brauche aber jetzt wieder schon wieder eine Pause, weil ich ja jetzt Kartoffeln mariniert habe im Stehen, ne? Also, weiß ich nicht. Mich noch umziehen. Ja, zum Beispiel das Wetter ist heute wunderschön. Es ist fantastisch. Einfach, Entschuldigung, richtig schönes Wetter. Blauer Himmel, die Sonne strahlt. Es ist richtig warm. Wir haben überall Fenster offen. Und ja, das ärgert mich so, dass ich einfach schlapp mache. Also am liebsten ins Bett will und schlafen will. Ich will gerade gar nichts mehr so, ne? Und das ist halt, ja, egal. Ein Monat noch, dann habe ich es geschafft. Ja. Beziehungsweise wir alle, weil irgendwie habe ich das Gefühl, alle leiden ja dann darunter, ne? Wenn ich ständig, ja, flach liege, sage ich mal, ne? In letzter Zeit. Also, Dennis sagt zwar, es macht ihm nichts aus und ich soll aufhören, mir Gedanken zu machen und er macht es auch gerne und unterstützt mich wirklich, wo er kann. Das ist danke, danke, danke tausendmal dafür. Aber für mich ist das halt, ja, es ist eine Erleichterung auf jeden Fall, ne? Vor allem für die Kinder, dass die funktionierenden Elternteil haben, der zu 1000 Millionen % funktioniert. Aber es ist halt auch für mich so wie so eine Belastung, ne? Weil ich will nicht, dass er so viel macht. Also ich will ihm auch helfen, ich will ihn auch unterstützen. Und ja, zurzeit ist es so, dass ich, da habe ich auch dann, ne, heulend gesagt, ja, ich bin so unnütz zurzeit, ne, irgendwie total unproduktiv, total, ja, so, ja, unnötig. Als wäre ich so unnötig gerade da. Irgendwie so fühle ich mich, ne? Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß, mein Körper leistet gerade wirklich Arbeit auf Hochtouren, ne? Und Hauptsache auch dem kleinen Mäuschen geht's gut, aber ja, ich würde schon ganz gerne hier, ne? Besser funktionieren. Aber nun denn, genug gejammert. Wie gesagt, mental und so geht's mir richtig blendend. Also ich freue mich auch richtig auf gleich und ja, auch das macht mir auch Spaß, ne? Dieses Kochen und Leute einladen und so weiter, ne? Aber ich kann halt echt nicht so viel machen. Also ich hoffe, es werden auch gleich alle satt. Ja, meine Schwiegerin bringt auch einen Salat mit und ja, unsere Freundin macht einen Kuchen, meinte sie, glaube ich. Genau. Also wird es sogar Nachtisch heute geben. Ja, falls ich es dann nachher nicht vergesse, zeige ich euch noch den Tisch oder was ich halt so mitfilmen kann, ne, was wir so gemacht haben, wie das fertig aussieht. Ich hoffe, das Fleisch, also das Schaschlik, habe ich einigermaßen gut erklärt. Das war jetzt so ein Durcheinander. Mal schauen, wie ich das geschnitten kriege. Und ja, diese Sprottenhäppchen, falls ihr die mal ausprobiert, würde ich mich freuen. Die sind echt lecker. Also man muss halt Fisch mögen, aber wir hier alle lieben das. Ja, meine Kinder halt auch total, ne? Und das Schaschlik halt auch, wenn ihr das nachmachen wollt. Das ist so simpel, ne? Das sind ja wirklich 3-4 Zutaten, aber das ist einfach das Leckerste. Wirklich sau, sau lecker. Ich mag zum Beispiel Schweineschaschlik eigentlich gar nicht, ne? Also ich weiß nicht warum, allgemein so Schwein ist jetzt nicht so meins. Deswegen ist das mit der Pute halt so, so lecker, mit der Putenoberkeule. Ja, mit diesen Tomaten ist halt mal was anderes, ne? Und das ist wirklich sau, sau lecker. Also ich liebe das und bin schon gespannt. Wie gesagt, heute werden wir das erste Mal über dem Holz auch grillen. Also er macht das zu 50-50, glaube ich. Kohle, diese schwarzen Kohledinger und Holz zusammen, damit es nicht zu geräuchert schmeckt. Ja, so, sonst habe ich ja eigentlich gar nichts großartig an Rezepten. Ich kann halt nicht so viel, ne? Ich habe noch überlegt, auch noch einen Salat oder so zu machen, aber ich denke, einer wird reichen. Dann habe ich ja ganz viele Häppchen einfach heute. Und ja, so wird es sein. Getränke stehen auch schon kühl. Und dann, ja, würde ich mich aber jetzt schon mal hier persönlich verabschieden, weil ich werde danach, denke ich, nicht mehr weiter filmen. Einfach nur noch kurz einmal zeigen und das war's dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, die Rezepte, also wie, was ihr ungefähr braucht, schreibe ich unten rein. Genaue Mengenangaben habe ich leider nicht, aber ihr könnt das, ne, variieren und nach Geschmack machen, wie ihr möchtet. Ist nur so als kleine Idee. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!